Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich hier zu einer neuen Lektion, nämlich zur dritten Lektion hier in meinem HTML5 Lehrgang für Einsteiger. Wie immer zusätzliche Informationen hier unter www.html5.wirlernen.at. Gehen wir hier in die dritte Lektion herein. Wir haben in der vorgehenden Lektion besprochen, wozu man überhaupt einen Editor benötigt. Und ich möchte hier in dieser dritten Lektion den Editor Webacton Scriptly vorstellen. Die Webseite ist hier scriptly.webacton.de. Dieses Programm eignet sich überaus gut, um HTML-Seiten zu erstellen. Es ist nicht nur kostenlos, sondern es ist, wie gesagt, sehr, sehr komfortabel. Dieses Programm wurde dankenswerterweise von Benedikt Loeb entwickelt. Hier ein Dank an Benedikt Loeb, dass er uns diesen Editor gratis zur Verfügung stellt. Man kann diesen Editor hier von dieser Webseite eben herunterladen. Man geht dazu zu dieser Internetadresse, geht hier zum Download-Bereich und hier gibt es mehrere Versionen. Man kann es ganz normal auf einem Windows-Rechner installieren. Wenn man aber unterwegs ist und nicht alle Rechte auf einem Computer hat, also nicht ein Programm man für sich installieren kann, bietet es sich in besonderem Maße an, hier die Kompaktversion zu installieren. Man sieht hier schon, sie ist für USB-Sticks geeignet. Das heißt, man kann diese Kompaktversion herunterladen. Hier dann Vollversion ZIP, werden wir dann gleich machen. Und man kann diese Datei dann am USB-Stick entzippen und dann starten, ohne irgendeine Benutzerrechte zu benötigen. Kann dann schon anfangen hier zu programmieren. Ja, man klickt hier auf Vollversion, kann es hier dann speichern. Ich habe es gerade vorhin heruntergeladen und bekomme dann hier in einem Verzeichnis eben diese ZIP-Datei. Diese ZIP-Datei muss ich nur noch entzippen. Das kann man mit eigenen Mitteln von Windows 7 zum Beispiel machen. Ich klicke hier auf alle extrahieren. Es wird hier mir ein Verzeichnis angeboten. Ich klicke auf extrahieren. Es gibt mir das Verzeichnis hier auf. Das wäre dann, wenn ich jetzt hierher gehen würde, ist also hier die ZIP-Datei und dann habe ich mir ein eigenes Verzeichnis gemacht. Und die Datei, mit der ich dann Webacton starten kann, ist dann hier webacton-scriptly.exe. Rechte Maustaste öffnen. Ich werde hier das erste Mal, wie immer, wenn man aus dem Internet etwas herunterladet, nämlich ein Programm herunterladet, werde ich gefragt, ob ich das hier öffnen möchte. Ja, ich bestätige das und klicke dann auf Ausführen. Dann wird Scriptly gestartet. Und hier ist der Willkommensbildschirm, er wird nur beim ersten Mal hier angezeigt. Ich merke also, dass ich hier zum ersten Mal starte. Ich kann mir hier die Sprache einstellen. Denke mir, dass das alles gut passt, nämlich Deutsch, wenn wir auch hier verwenden. Klicke auf Weiter. Habe hier eine Möglichkeit, eine normale Ansicht, aufgeräumte Ansicht mir anzuschauen. Ich wähle, weil ich dir sehr viel zutraue, gleich die normale Ansicht empfohlen für Fortgeschrittene. Klicke auf Weiter. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, gleich eine leere Datei zu erstellen. Wenn ich hierher klicke, kann ich hier statt einer leeren Datei auch HTML, PHP und so weiter verwenden. Diese Auflistung stellen mehrere Programmiersprachen dar. Das heißt, man kann auch mit diesem Editor PHP programmieren, man kann CSS verwenden, JavaScript und so weiter. Und wir könnten hier zum Beispiel HTML5 gleich wählen und klicken hier auf Datei erstellen. Dann geht ein weiteres Fenster auf und wie du schon mitbekommen hast, programmieren wir HTML5. Es gab davor HTML4 und andere Versionen. Wir wählen uns hier HTML5. Und als Codierung stellen wir hier UTF-8 ein. Du wirst auch später im Laufe des Lehrgangs erfahren, was UTF-8 bedeutet. Hier einen CSE-Link einstellen, da können wir das Hackerlitz wegnehmen. Was CSS ist, wirst du später auch noch erfahren. Und wir klicken auf OK. Und wir bekommen hier ein Editor-Fenster eingeblendet. Und hier haben wir einen Quelltext. Man sieht hier die Nummerierung, bei dem wir gleich loslegen könnten. Wenn ich jetzt in meine Webseite zurückgehe, dann siehst du hier Verweise auf den Editor. Wenn ich hier zurückgehe in die vorgehende Lektion, in die zweite, die wir vorhin durchgearbeitet haben, wirst du dich erinnern können, dass wir hier einen Quelltext zum Beispiel gehabt haben. Wir können jetzt diesen Quelltext, den wir hier gehabt haben, vergleichen mit diesem Quelltext und werden hier schon gewisse Gemeinsamkeiten entdecken können. Also hier Doctype HTML zum Beispiel und dergleichen mehr. Das heißt,
Der Scriptly hat uns praktischerweise gleich ein Grundgerüst erzeugt, mit dem man HTML programmieren kann. Und wenn ich hier etwas eintippe, zum Beispiel Hallo mit 2L vielleicht, das ist eine Webseite, kann man sich diese Webseite auch gleich anzeigen lassen. Ich gehe hier auf das E und es wird mir gleich so dargestellt, diese Webseite, wie sie auch zum Beispiel im Internet Explorer dargestellt werden würde. Ich kann aber auch natürlich meine Seite abspeichern. Sie ist ja noch nicht abgespeichert und kann es mir auch im Firefox anzeigen lassen. Das werde ich jetzt vielleicht gleich machen. Gehe auf Speichern unter, suche mir dann das entsprechende Verzeichnis aus. Tippe jetzt hier zum Beispiel ein 001.html. Habe diese Seite jetzt unter diesem Dateinamen gespeichert. Gehe dann ins Verzeichnis. Ich habe hier 001.html. Mache einen Doppelklick drauf und habe sie hier dann in meinem Firefox geöffnet. Ja, schauen wir uns einmal die Oberfläche einmal an. Man könnte hier jetzt noch einige Dinge einstellen. Man kann hier zum Beispiel, siehst du den in diesem Fenster Information, wenn ich dieses Fenster hier wegnehme, fehlt mir plötzlich etwas. Ich könnte hier gehen und das wegnehmen, könnte hier gehen, dann wäre das Ganze sehr aufgeräumt. Wenn ich die Fenster wieder einblenden möchte, dann muss ich schauen, wo diese Fenster sind. Jetzt gehe ich unter Informationen, also Option, Fenstersymbol, Information. Klicke ich hierher, dann habe ich dieses Fenster wieder eingeblendet. Wenn ich wieder auf Optionen, Fenster und Symbolleisten gehe, Explorer, wird das untere wieder eingeblendet. Und Fenster und Symbolleisten im Bereich Optionen auf Features, dann werden mir hier im rechten Bereich diese Dinge dann eingeblendet. Hier haben wir das Projekt, den Hinweis auf Projekte. Das ist eine ganz tolle Sache bei dem Editor Scriptly. Man kann nämlich die gesamten Webseiten als ein Projekt speichern bzw. bearbeiten. Das heißt, eine Webseite besteht, eine Homepage besteht aus mehreren Webseiten und damit man mit diesen allen gut arbeiten kann, fasst man sie als Projekt zusammen. Das mache ich hier unter Projekt, neues Projekt. Muss dann hier festlegen, wo ich etwas gespeichert haben möchte, wie mein Projekt heißt. Und das heißt hier zum Beispiel Einführung. Ich nehme mein Projekt Einführung. Dann lege ich meinen Ordner fest, in dem ich alles speichern möchte. Klicke auf OK. Ich sehe jetzt hier auf der linken Seite, dass ich jetzt hier einige Ordner habe. Hier in dem Ordner sieht man, weil ich denselben Ordner gewählt habe für meine vorgehenden Dateien, sieht man schon die anderen HTML-Dateien, die ich angelegt habe, und hier habe ich zum Beispiel einen Ordner Images. Wenn ich jetzt hier in diesen Ordner Images zum Beispiel eine Grafik ablege, das mache ich schneller mal, lass mir das hier anzeigen, große Symbole vielleicht, gehe wieder in den Editor, gehe hier rein, dann sehe ich, dass ich hier diese Grafik dann angezeigt bekomme und ich kann jetzt in sehr bequemer Art und Weise hier diese Grafik einfügen, indem ich sie einfach hier herüberziehe. Und es wird schon der automatische HTML-Code erzeugt, um eine Grafik einzubinden. Wie das genau funktioniert, nämlich Grafiken einzubinden, was diese einzelnen Teile des Tags bedeuten, werden wir später noch besprechen. Aber du siehst, dass hier dieser Editor dir einige Arbeit abnimmt. Darüber hinaus ist es ganz praktisch hier diese Zeilennummerierungen. Wenn ich jetzt einen sehr langen Text habe, das können wir ja auch sehr schön erzeugen, dann geht man hier auf Extras, Code Library. Da gibt es hier die Möglichkeit, hier sich bestimmte eine Reihe von Tags einfügen zu lassen. Ich nehme hier Lore Ipsum Extended und klicke hier einfügen. Und dann siehst du schon, mach dieses Fenster jetzt zu, dass ich einen sehr langen Text habe. Das ist ein Beispieltext, der natürlich nicht viel aussagt, der aber verwendet werden kann, um bestimmte Dinge zu zeigen. Und hier siehst du, dass es sehr lang hinübergeht und sehr mühsam wäre, immer herüber zu blättern. Und da bietet hier uns der Editor die Möglichkeit, hier diesen Text automatisch dann umzubrechen. Und wenn ich hierher gehe und dann draufklicke, dann siehst du, dass hier dieser Text dann auch schon umgebrochen wird.
Darüber hinaus gibt es auch ein Code-Highlighting. Das heißt, es wird dann ein, wenn ich auf einen Tag klicke, der dazugehörende Tag zum Beispiel auch angezeigt, wie auch alle Tags hier angezeigt werden, deren Ende. Bei Meta sieht man, dass es hier keinen Abschluss-Tag gibt. Wenn ich jetzt in Vierfach-HTML gehe und hier hinaufgehe, sehe ich, dass dieser Bereich hier zum Beispiel zusammenkommt. Wenn ich hier einen Tag zum Beispiel eingebe, was dieser Tag genau bedeutet, wirst du später noch erfahren. Wenn ich hier zum Beispiel das Kleinerzeichen mache, erscheint hier schon etwas. Und ich könnte jetzt hier auswählen und mit einem der Pfeiltaste fahre ich hier rauf und runter und könnte mir dann etwas aussuchen. Ich kann aber auch einfach weiter tippen. Bekomme hier was eingeblendet und klicke hier auf P und es wird hier auch schon der Schluss, der Endtag wird dann schon eingeblendet. Das ist hier eben diese Codevervollständigung. Ja, wie das Speichern als Datei geht, haben wir schon gesehen, dass man unseren Text, den wir hier erzeugt haben, auch sich anzeigen lassen kann. Hier mit der Browservorschau haben wir ebenfalls gesehen. Dann möchte ich dir noch ein paar Tipps geben. Wie gesagt, hier einen langen Text einzufügen, funktioniert eben unter Extras Code Library. Ich zeige es nochmal zur Erinnerung. Ich kann hier auch andere wertvolle Codes dir zum Beispiel dann einfügen lassen. Das solltest du selber einfach mal ausprobieren. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel bestimmte Bereiche hervorzuheben. Ja, und soweit vielleicht die wichtigsten Hinweise hier mal zum Editor Scriptly, wie wir jetzt da konkret damit arbeiten werden, werden wir jetzt im Laufe der nächsten Lektionen dann sehen.